Wir zeigen euch heute, wie man subtrahiert. Zuerst schreibt man die zwei Zahlen untereinander auf. So, jetzt muss man rechnen von 8 auf 2, aber das geht nicht. Deswegen muss man rechnen von 8 auf 12. Das gibt 4. Weil 12 eine Zehnerzahl ist, muss man Behaltezahl 1 schreiben. Dann 1 plus 3 rechnen, das gibt 4. Dann von 4 auf 7 gibt 3. Und dann keine Behaltezahl schreiben. Und dann muss man von 2 auf 0, das geht nicht, deswegen von 2 auf 10, das gibt 8. Und dann Behaltezahl 1, und dann 1 plus 4 gibt 5. Und dann 5 auf 5 geht nicht, deswegen gibt es 0. Aber normalerweise muss man keine 0 schreiben, aber wir haben eine geschrieben. Und unsere Lösung ist 834.